kann euch sagen, Winterberg lohnt sich, denn ich war gerade erst selbst vor Ort und habe mich da mit Leuten vom Fach getroffen, als Vorbereitung auf meinen großen Triumph bei der VOG WM 2023. Hallo, wir sind hier in der Eisarena in Winterberg, wo ich heute das Bobfahren lerne. Und zwar als Vorbereitung zur VOG-WM am 11. November. Ich bringe mir das Bobfahren natürlich nicht alleine bei. Nein, ich habe mir eine lebende Legende zur Seite stellen lassen. Und zwar Francesco. Man kann sagen, Francesco, du bist der beste Bobfahrer aller Zeiten, oder? Ja, könnte man so sagen. Francesco Friedrich ist Rekordhalter im Bobsport. Er hat zahlreiche Medaillen gewonnen und ist amtierender Weltmeister im Viererbock. Womit fangen wir denn an? Ja, zuerst, jetzt hast du kurz die Strecke gesehen, aber vorher müssen wir natürlich erstmal in den Kraftraum gehen und zu gucken, was du drauf hast. Und dann geht's zur Anschubstrecke und dann geht's hier runter. Kraftraum, Anschubstrecke und dann hier runter. Ja, komm, nicht lang schnacken, auf in den Kraftraum, ne? Ja, los. Lektion 1, Krafttraining. Was wollen wir machen? Eine Runde Kniebeuge, weil du brauchst ja Kraft in deinen Oberschenkel, ja, damit du den Bob vernünftig anschieben kannst heute Nachmittag. Oberschenkel. Genau. Uah. Na, eh noch, komm. Ja. Gehen wir noch ein Stück vor. Perfekt. Das waren jetzt wie viel? Das waren jetzt 80 Kilo. 80? Genau. Und du machst 300 noch? Nee, nicht mehr. Also jetzt sind wir so 200, zwischen 200 und 250 machen wir so. Ja. Hervorragend. Ich gehe ganz kurz duschen, dann können wir ja langsam ein Frühstück machen. Oder machen wir noch mehr? Ja, wir gehen jetzt nach Bank. Ja. Und jetzt hast du Beine gemacht, jetzt machen wir noch die Arme. Kannst du ein bisschen langsamer? Mach doch wenigstens. Tu so, als sei es anstrengend. Scheiße. Mach raus ein bisschen. Also ich wette, du schaffst es nicht. Alter! Nee. Nee. Vergiss es. Vergiss es. Alter, wir brechen sind da. Mir die Handgelenke. Wir sind da. Alter. Alter. Nee, wir sind alle da. Scheiße. Ihr seid doch bescheuert, ihr Arschlöcher. Leg mich am Arsch. Komm, den Klimmzug machst du jetzt uns auch noch. Los, den will ich jetzt sehen. Ich kann keinen einzigen Klimmzug. Ich bin ja nicht Kalb Pflaume. Hast du schon angefangen? Ich bin sehr schnell. Hatte dir das drauf? Es war super schnell. Du musst ziehen, nicht hängen. Du musst schon noch was machen, ne? Nicht nur lachen hier. Ich erbärmlicher Wicht. Lektion 2, Anschubtraining. Wieso habe ich nur die Presswurst an und ihr nicht? Na, weil es bei dir einfach schöner aussieht. Du musst dir noch deinen. Guck mal hier. Was habe ich da? Oh nee, jetzt sehe ich wirklich aus wie ein Spermium, oder? Du kommst jetzt erstmal hierher, wir zeigen dir das mal am besten. Ja. Du nimmst hier mal deine zwei Hände dran. Krieg ich auch einen Handschuh? Kriegst du klar. Kriegst du klar, alles. Okay. Alles gut. Dann ist das Thema, dass du mit dem Außenfuß hier draufsteigen musst. Im Sprint. Während des Rennens. Im Sprint nicht, wir joggen. Also hier richtig abdrücken? Ja. So, dass du, dass du dir nicht alle Knochen brichst. Ja! Super! Und mach mal hier, setz ich mich hin? Ja, so das zeigen wir dir gleich im richtigen Bob. Es geht darum, dass du erstmal die Bewegung kurz machst. Wollen wir mal ganz, ganz locker joggen? Aber ich mal ganz locker jetzt. Ja, ne? Ganz locker, wirklich. Du kannst. Hättet ihr einen Helm, der mir passt? Ja, da ist noch ein bisschen eng. Oh, ganz klar! Die Ohren würde ich dann drin lassen. Ja, ist okay. Für den Nachfolger. Fertig. Sehr gut. Perfekt. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht aufgeregt. Ihr habt schon ordentlich Zug, ne? Wie viel Prozent waren das jetzt? 70? 10. Scheiße, jetzt hör auf. Was denkst denn du? 10? Na, das ist ja. Ich will nochmal so einen richtigen Bums sehen, wie ihr das macht. Aber macht mal richtig jetzt, ne? Schön! Pass, gut. Wenn das nur 5-10% waren. Leck um mich, ey. Aber ist geil. Ist irgendwie geil. Finale. Die Abfahrt. So, bist du bereit, Puffi? Du, absolut. Dann schütteln wir jetzt mal den Puffi durch. Ich will mal einen Puffi-Shake. Scheiß die Wand an! Scheiß die Wand an! Das war schnell, oder?
Das war schnell, ne? Komm, sag, das war schnell. Leck mich am Arsch. Oh. Leute. Ich wollte den Kopf hochheben, ich habe den nicht hochgekriegt. Leute, also wenn das jetzt nicht die beste Vorbereitung für die Bock-WM war, dann weiß ich auch nicht. Und damit mit einem riesen Dank an dieses Team zurück ins Studio. Ich glaube, ich habe mich angemessen. Nochmal ein riesen Dankeschön an meine Teamkollegen Franz, Thorsten, Alex, Kenny und Felix. Und viel Glück in China beim World Cup. Super. Das sind ein paar Knaller, ey. Irre, was die Jungs übrigens aushalten müssen. Ich weiß es genau, denn ich habe Ihnen noch ein paar Eindrücke mitgebracht, wie ich am Tag danach aussah. Das sind die blauen Flecken, die ich unter den Armen hatte, weil man musste immer so reinspringen, aber da ist die Kante von dem Bob. Und das habe ich immer nicht so ganz mitgekriegt. Das war dann eher so bum, bum, ah! Ja. Und ich konnte den Kopf wirklich nicht heben. Das sind so viele G-Kräfte. Vor mir sagte, nimm meinen Kopf hoch. Ich nur, ist oben. Nee. Wir gehen noch mal ganz kurz in die Pause und dann gehen wir hier gemeinsam den herzlichen Grüßen. Also bleiben Sie dran.